Regelverstoß? Mit diesem Detail bricht die royale Etikette. Beim Ostergottesdienst erscheint Catherine, Prinzess of Wales, 41, im königsblauen Mantel von Catherine Walker. Ein Hingucker-Look, den sie bereits 2022 zum Common Veil Day trug. Es gibt jedoch Detail. Mit dem Kate überrascht, und sogar die royale Etikette bricht. Denn für den festlichen Anlass setzt die Frau von Prinz William, 40, auf Nägel in einem knalligen Rotton. Eine Farbe, die sie bei öffentlichen Auftritten zuvor noch nie geraten hat. Mit der Wahl verstößt sie sogar gegen die royalen Dresscode-Regeln. Diese besagen nämlich unter anderem, dass Kate und Co. auf knallige Nägel verzichten müssen. Was Queen Elizabeth dazu wohl sagen würde? In der Öffentlichkeit hat sich Fürstin Karlene, 45, in den letzten Wochen schon länger nicht gezeigt. Umso erfreulicher der gestrige Tag, 5. April, bei dem die Zweifachmutter zusammen mit anderen Royals des monegassischen Fürstentums zu einem Gedenkgottesdienst anlässlich des 18. Todestages von Fürst Renier III, 81, erschien. Dabei fiel auf, die 45-Jährige trägt eine neue Frisur. Das Deckhaar ist deutlich dunkler und helle Strähnchen zieren den Oberkopf. Auf den ersten Blick wirkt die neue Frisur etwas plakativ. Statt der beliebten Babylights setzt Karlene auf kontrastreiche Übergänge. Für ihren Besuch im Svenska Kraftnet, der Behörde für das schwedische Stromübertragungssystem in Sundbyberg, entscheiden sich Prinz Daniel, 49, und Prinzessin Victoria, 45, für Outfits im Partnerlook. Beide wählen einen dunkelblauen Anzug. Wobei Victoria bei ihrem Blazer auf eine Version im Brokat-Stil zurückgreift, der zusätzlich noch mit Goldknöpfen verziert ist. Auch in einem weiteren winzigen Detail unterscheidet sich ihr Look, während sich Daniel eine schlichte Krawatte mit Punkten ausgesucht hat. Ergänzt Victoria ihr Business-Outfit mit einem gestreiften hellblauen Seidentuch. Eine graue Schultertasche vollendet den Look der Prinzessin. Eigentlich gilt Prinzessin Margarita, 50, die Nichte von Prinzessin Beatrix, 85, als die Skandaladelige im niederländischen Königshaus. Als sie 2001 bis 2006 mit dem Unternehmer Edwin de Roy van zu Udivium verheiratet war, kam es mit der Familie zum Zerwürfnis, weshalb sie auch nicht zur Hochzeit von Willem Alexander, 55, und Maxima, 51, geladen war. Diese Woche macht sie aber durch positive Nachrichten Schlagzeilen. Bei der Premiere des Musicals Creuse im De La Mar Theater in Amsterdam legt sie nämlich einen Bauauftritt hin. In einem schwarzen Kleid mit spitzen Dekolleté und Spitzensaum setzt sie ihre Figur perfekt in Szene und auch bei den Accessoires passt alles gut zueinander. Ein kleines Highlight, ihre schlichten Goldohrringe im Blattdesign. Ostern steht vor der Türe und für die norwegischen Royals bedeutet das Urlaub. Schon seit einigen Jahrzehnten geht es nach Prinsehütta. In die königliche Ski- und Berghütte. Die liegt im norwegischen Sikkilsdalen in Jotunheimen und gehört schon seit über 100 Jahren zum Privatbesitz der Königsfamilie. Auch Prinzessin Märtha Louise, 51, spart zusammen mit dem norwegischen Königspaar sowie ihren beiden Töchtern Emma Dalula Behn, 14, und Maud Angelica Behn, 19, aus. Und die Entspannung ist den Dreien bereits bei der Anreise ins Gesicht geschrieben. Fotos zeigen, wie sich das Trio mit vielen Taschen bepackt, darunter Modelle von Mulberry und Louis Vuitton, auf den Weg macht. Dabei fällt auf, Mutter als auch Töchter zeigen sich bereits in sportlichen Outfits. Kombinieren Jeans, Boots, Pullover zu Woll- oder Pufferjacken. Märtha Louises Jacke fällt durch Fabric-Four-Elemente an Kragen und Ärmel ins Auge. Der rosafarbene Wollpulli mit H-Buchstabenmuster stellt einen farblichen Kontrast zum Rest des Looks dar. Die royalen Looks der vergangenen Woche sehen Sie hier.